Hallo liebe Kinder, ich bin die Susanne Kleen und neben mir sitzt Sonnenschutzclown Zitzewitz und ihr merkt das schon, der ist so aufgeregt, der zappelt schon den ganzen Tag. Zitzewitz, du hast was Großes vor. Ja, Susanne, weißt du was? Ich fahre in Urlaub. Du fährst in Urlaub? Ja, in Urlaub. Ich fahre in die Sonne. Und? Schon gepackt? Ja, habe ich. Ich hoffe Sonnenschutz dabei. Ja, ich habe ganz viel Sonnenschutz dabei. Da drin? Ja, soll ich dir zeigen? Ja. Also, macht ja bestimmt gut. Ist ja Sonnenschutzclown. Ich habe mitgenommen Sonnenbananen, Sonnenäpfel, Sonnenmöhren, Sonnentomaten. Ist ein Spaß, ne? Nein, ist falsch. Ist total falsch. Zitzewitz, du bist Sonnenschutzclown. Du solltest dich was schämen. Manu, na okay, ist ein bisschen falsch. Ihr wisst das viel, viel besser. Ihr könnt das dem Zitzewitz jetzt beibringen. Schau mal bitte genau dahin. Okay. Wir packen unseren Sonnenschutzkoffer und da kommt rein. Es schützt vor der Sonne. Pink. Mit Glitzer. Meistens ist sie rund. Und immer wieder von der Nase runter. Schützt die Augen vor der Sonne. Ja. Wisst ihr, was es ist? Eine Sonnenbrille. Den gibt es in ganz verschiedenen Farben. Also ich sehe oft welche mit rot-weißen Streifen. Weiß. Orange. Kann man so halten. Oder in Sand stecken. Dass man keinen Sonnenbrand bekommt. Im Garten haben wir sowas auch. Mein Papa spannt den immer auf. Wisst ihr, was es ist? Ein Sonnenschirm. Es ist meistens weiß. Es hat einen Deckel und ein kleines Loch unter dem Deckel. Aber manchmal habe ich das mir so drauf gemacht. 30, 50, ja, ich glaube 100 auch. Ja. Für die Haut. Ich kann das schon alleine. Oder man spritzt es, das gibt es nämlich auch. Es gibt einen Roller, das rollt man. Wisst ihr, was es ist? Sonnencreme. Etwas zum Anziehen, damit man nicht verbrennt. Ganz verschiedene Farben an die. Und es gibt es in kurz, rot, blau. Und in lang schützt es besser. Vor der Sonne. Ja. Kommt der Kopf oben aus einem Loch wieder raus und die Arme steckt man auch in Löcher. Mit einem Fisch drauf. Bei mir ist ein Motorrad drauf. Wisst ihr, was es ist? Das Sonnen-T-Shirt. Es ist aus Stoff oder aus Stroh? Meiner ist pink mit pinken Streifen. Man setzt ihn sich auf den Kopf. Drei Stricke und da sind Perlen dran. Mit Puscheln oben drauf. Wir haben beide sowas auf. Ich setze das gerne, sehr gerne auf. Wisst ihr, was es ist? Der Sonnenhut. So, das kommt hier alles raus. Dann mache ich dir nachher noch einen schönen Frühstücksbeutel für die Fahrt, ne? Okay. Hast du Platz? Weißt jetzt, was du einpacken sollst? Jetzt weiß ich, was rein muss an Sonnenschutz. Sehr gut. Kann der Urlaub ja losgehen und Äpfel werden gegessen.